Hallo meine Freunde, willkommen zurück in der Planet Crafter. Kurz vor der Terraforming-Stufe Kräuter. Bin jetzt schnell hier wieder eingestiegen. Der letzte Part hat genau hier geendet und genau da machen wir auch weiter. Wir warten auf das Kräuterding, da schießen wir die Saat-Raketen ins Weltall. Die Mats für zwei haben wir schon mit. Ich warte jetzt nur, ob jetzt irgendwas Tolles passiert, wenn wir das erreichen, und schauen wir an, was die nächste Stufe ist, weil jetzt geht es ja schon wirklich voran. Also. Es geht wirklich Schlag auf Schlag. Es geht schon schnell jetzt schon teilweise, dass man gar nicht mehr weiß, wo man hin sollten. Wir werden das noch beschleunigen mit wesentlich mehr Rockets. Ich könnte irgendwas mit Wärme noch locker aufstellen. GTI? Das ist ein bisschen viel. Kenne ich nur von den Golf. So, und? Ja, nichts ist passiert. Bäume! Ah, DNA-Manipulator. Minus 117 Energie. Fuck, jetzt schmeiß nochmal. Schaut so wirklich schon schön grün aus. Das Zeug wächst brav. Alles gut. So. Was macht die Strahlrakete? Das ist die Biomasse-Strahlrakete. Verleiht einen globalen Generationsbonus durch die Verbreitung von Samen aus dem Weltall. Na dann. Wenn man das wieder. Schießt man die jetzt so ab, damit sie wieder ineinander stecken. Das ist immer cool. Ja, das machen wir. Warte. Schaffst du es hier ins Weltall? Sehr cool. Ich glaube, die bleiben am Mond stecken dann. Das ist in bester Elon Musk-Manier. Ui, das schaut jetzt Arsch aus. Oh oh. Ups. Ist das gut war? Die Raketen sollten Sauerstoffbonus bringen. Haben sie das eh gebracht? 142.000? Alter, bist du fertig? Also ich habe mit viel gerechnet, aber mit so viel habe ich jetzt nicht gerechnet. Na, ich glaube, sie sind im Weltall angekommen. Doch noch. Immer wenn so was Grünes rumflattert, dann sind die Raketen ins Weltall gekommen. Läuft doch. So. Okay. Wir können uns jetzt eigentlich blöd spielen. Das werden wir jetzt auch machen. Wir haben irrsinnig viele Mats. Was habe ich jetzt? Ich habe noch immer die Algen mit. Die Wasserdinger schon wieder was generiert. Dong, 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 der haut sich die ganze Zeit die Birne. Ich weiß nicht, was ich mit dem Ding machen soll. An den DNA-Manipulator herstellen. Das heißt, wir haben aber kurz schauen. Von dem Zenit irgendwas da habe ich nur irrsinnig wenig. Das weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, ob ich da noch viel mehr davon herkriege. Jetzt will ich es nicht gleich vercraften, ich will zuerst schauen, was ich brauche. Das heißt, eher schwierig für mich gerade. Schwefel? Was brauche ich denn davon? Ich bin Depp. Das ist ja die komische Saatgutrakete. Einmal Bakterien, einmal das Mutagen und einmal Baumrinde. Baumsamenstreuner, da haben wir ja jetzt einiges zu tun. Jetzt schießen wir selbst mal die Rakete ins Weltall.
So, und das bauen wir dann und das bauen wir dann. Boah, Alter. Ich bin schon wieder verwirrt. Ein bisschen. Was haben wir denn? Das haben wir. Da brauchen wir Schwefel, bräuchten wir. Ja, das haben wir ja jetzt gesagt. Schwefel. Baumrinde. Schwefel. Noch so ein normales, brauchen wir ein Wasser. So, wir brauchen laut meinem Handy Rinde, Mutagen, Bakterien, haben wir. Zwei Super Alloy und ein Triebwerk. Das ist mal noch so eine Rakete. Natur ist wichtig, von daher. Zwei Uran und Super Alloy. Dann nehmen wir, wenn wir es noch haben, drei Super Alloy. Ich muss einmal das Triebwerk auch herstellen. Passt. So, ballern wir die Rakete weg. Dann also einen anderen DNA-Manipulator. Und dann den Baumstreuer. Ey, das Terraforming da rumrennt, einen Affenzahn hoch, das ist ja nicht normal. Na gut für mich, aber. Von 140 auf 214.000. Ich glaube, ich muss noch ein paar Wärmeraketen schießen, weil das geht sich irgendwie alles. Sehr Wahnsinn. So, dann haben wir den DNA-Manipulator. Schwarzpulver, den Klumpen und den Pulsar. Klumpen habe ich. Zweimal Schwefel, einmal Iridium. Okay, gib mal Schwefel. Da haben wir. Gut. Der Pulsarquarz. Das Ding braucht auch verdammt viel Energie. Ich glaube, da wird mal der Strom wieder sowieso ausgehen. Superlegierung und Pulsarquarz. Einfach Pulsarquarz. Osmium, Uran, Iridium, Zeolit. Osmium, Uran. Werde ich auch mal darüber verfrachten. So, den haben wir auch. Und eine Superlegierung und dann können wir das Teil schon aufstellen. So, DNA-Manipulator, her mit dir. Stimmen wir nicht mal da her. Da. Habe ich vermutet. Schwarz, also drei Uranstab, die müsste ich irgendwo haben.
Vor allem gibt es ja auch einige andere Sachen, die was ich noch aufbauen will, wo ich gesehen habe, die irrsinnig viel Strom brauchen. So. Zwei Uranstab. So, drei Uranstab. Schwarzpulver. Jetzt haben wir das am Meridium. Super Alloy und dreimal Wasser. Mir geht schon wieder Super Alloy aus. Alles wieder hochgefahren. Sehr schön. So, jetzt können wir sich mal den DNA-Manipulator anschauen. So. Ich hoffe, das ist jetzt nicht kompliziert. Wie man den verwendet. Baumrinde und Super Alloy. Aber warum muss ich so ein Baumsamen-Typ-Ding auf der Wasseroberfläche bauen? Stell dir mal so halb da ins Wasser. Platziere einen Baumsamen. So, wo kriege ich jetzt einen Baumsamen her? Der wäre auch cool. Ich warte mal kurz, weil ich schätze mal Baumsamen. Nächste Stufe, Bäume. So, der macht nichts, deswegen zählt das jetzt nicht wahrscheinlich. Ich bin jetzt noch zu ein paar so Raketen abballern, dass ich da schneller bin. Ja, wir werden jetzt mal ein paar Super-Alloy zusammenbasteln. Solche. Solche. Fünf, fünf, drei, fünf. Magnesium. Silizium. Silizium und Titan.
Silizium und Titan. Was wir uns für Kernstäbe. Der generiert Wärme und Luftdruck. Nein auf 40 und nein auf 50. Ja, komm schon, jetzt mach ich so ein scheiß kompliziertes Teil aus. Brauchen wir schon mehr Sahn Fusionsreaktor mehr? Also das haut sich jetzt schon ordentlich an. 3 Uranstäbe. So. Gut. Das heißt, alles läuft wieder gut. Nachdem ich mich jetzt gestern dann schlafen gekriegt habe, ausgeschlafen habe, habe ich mir den Extractor nochmal angeschaut hier, also den DNA-Manipulator. Bin draufgekommen, da gibt es einen zweiten Monitor. Der heißt Baupläne anzeigen. Ja, habe ich leider verhunzt. Damals. Also, wir können hier jetzt dann Samen zu den einzelnen Bäumchen machen. Die Blume haben überhaupt noch nichts hängen. Walnusspflanze. Mehr pflanzt die eigentlich auch nicht. Naja, aber der Sauerstoffmultiplikator ist eigentlich eh ziemlich ähnlich. Bis auf die zwei hier sind alle 125. Können wir auch die grindigen nehmen. Ja, machen wir nachher. Ich möchte geschwind mit Metallextraktoren austauschen. Ich habe die hier. Die sind mir schon wesentlich lieber. Mit den größeren. Ich werde da hinten jetzt auch machen. Beim Aluminium braucht man das öfteren. Ich werde da jetzt immer alle heiligen Zeiten vorbeischauen und das austauschen. So, stellen wir es hier her, weil es wurscht ist. Und wir daher einmal. Das geht ja wieder daneben das hin, ne? Zweimal. Da holen wir sich jetzt das Aluminium und Eisen raus, das auch. Geht der Strom jetzt an mit dem? Das wäre jetzt natürlich super praktisch. Das Problem ist, dass ich keinen Strom habe. Irgendwo da herum herstellen. Kann man Kästen nur in so Dinge reinstellen? Was macht denn das eigentlich? Egal, das brauche ich. Machen wir es so. Wenn das nicht geht, machen wir es so. So, stimmt.
So, wie ihr seht, bereite ich mich hier schon auf mehr starkes Gefarme vor. Blattalle. Das Eisen, was ich letztens alles da rausgehauen habe. Eigentlich wäre ich ja, bin ich ja blöd. Wenn ich mir so ein Teil da reinstelle, kann ich da einfach das. Kann ich das heraus? So kann ich das heraus nichts hinstellen. Schade. Wenn wir da so ein Teil reinstellen. So. Könnte ich eigentlich aus dem Zeug, was hier rumliegt, immer Sauerstoff produzieren. Soll ich mal alles wieder mit? Fast alles. Der hier ist nicht leer. Fuck that. Ich liebe es. Brauche ich hier jetzt wirklich fürs Aluminium eigentlich nur, weil das Aluminium ist für Super Alloy eigentlich das, was ich nicht direkt bei meiner Base kriege, wo ich wirklich weiter latschen muss dafür. Und deswegen möchte ich das jetzt hier rauskriegen. Die nehme ich auch mit, die sind nämlich super toll. Eisen auch, aber die Eisen nehme ich jetzt da und stelle mir hier noch Kästen auf. Ein Eisen? Kein Eisen, oder? Scheiße! Tut aber seinen Zweck. So, und jetzt wäre es super toll, wenn das jetzt anspringen wird. Scheiß, springt an. Fuck! Das wäre auch toll, meine Superlegierung, weil hätte ich schon gern. So. Und dann haben wir das jetzt mal. Das ist jetzt was schön und gut. Wir haben nur das Problem. Ich leg das mal ab alles. Wir haben jetzt nur das Problem. Nein, ich nehme ein paar mit. Strom aus. Licht aus. Die brauchen ja unendlich mehr wieder als die anderen. Jetzt können wir wieder anfangen zum Reaktor bauen. Ah, dieses Zeug wächst unter die Pflanzen und wächst jetzt anscheinend überall. Das ist ja überhaupt nicht unpraktisch eigentlich. So, da drüben brauche ich nichts aufstellen, das ist egal. Haben wir ja eh. Mehr als genug. So, was wollte ich hier noch machen? Ja, die mit den Brennstäben, nichts eigentlich. Die sind von vorher noch. Gut. Jetzt fehlt mir ein super Alloy. Aluminium, na dann. Gleich mal dabei bleiben. Blaue Teil. So, dann wieder zwei Super-Alloy mehr. Gut. Ja, schaut gut aus. Stolz auf mich. Wir werden dann noch weiter ausbauen, das Ganze. Weil jetzt immer mal ein bisschen DNA manipulieren und ein bisschen blöd rumspielen damit. So. Dann. Ja, wie gesagt, die Baupläne von den Mikrochips funktionieren nicht. Das geht jetzt sowieso nicht, weil finster. Ja, okay, das heißt, wir brauchen noch einen Reaktor. Dreimal Uranstäbe.
neugierig werden. Ich hab mich gern. Ja, das mit den drei Valoranstäben wird jetzt ein bisschen schwierig. Frage, ob man den am einen von denen abreißen. Kann man die abschalten auch, Nagel? Na ja, gut ist. Also schießen wir mal geschwind alles ins eine Rakete ins Weltall. Eine für Uran. Und nach der Uranrakete. Sollten wir eigentlich wieder Uran einsammeln und dann wieder weiterkommen. Brauchen wir ein Triebwerk und dreimal Kobalt und zwei Super-Alloy. Super-Alloy, drei Kobalt, Triebwerk. Eigentlich fehlt nur ein Triebwerk. Habe ich nicht noch irgendwo ein Triebwerk gehabt? Ich meine, ich habe die letzte schon ein paar rausgehabt, aber... Wenn man so uns... Zwei Ura. Scheiße! Hans, ich will nicht meinen Notfall-Uran da angreifen. Habe ich kein einziges Uran mehr? Fuck! Notfall-Uran. Gut, dann baller ich das jetzt hin, sammel das ein, baller noch ein paar Raketen, schaden ja eh nicht, zieht Uran an da. Oh, jetzt einiges Uranstäbe, ich habe schon viele Reaktoren, sehe ich gerade. Gut, okay. Ich besorge mir Uran und setze die Aufnahme fort. Bis gleich. Gut. Ich habe jetzt ein paar von den Teile geholt, ein paar Mutagen hergestellt. Also Iridium und Uran. Habe ich jetzt wieder nachgefüllt. Wenn ich ein paar Brennstäbe herstelle, wird es zwar natürlich gleich wieder kritisch, aber das ist halt nun mal die Natur in der Sache. Bei dem Ding. So, wir hauen jetzt hier mal die Mutation da rein, die Blumen da rein. Ja, die habe ich gefunden. Steht in der Pampa jetzt rum. So. Forschung. Er gibt den Humelora-Samen. Sequenz. Ihrung. So, das muss jetzt hochlaufen. Wir könnten uns hier einen Kasten hinstellen. Was? Klein. Wir bauen natürlich nur große Sachen derzeit. Schauen wir daher, so, mal richtig zur Abwechslung. Hier das reingeben, was wir zum Sequenzieren brauchen. Das, das. Hema. Rinde und Mutagen. Ja, schon cool das. Ich habe mal so einen Wassersammler vorher da draußen hingestellt, den da. In der Hoffnung, dass der schneller sammelt als der andere. Der hat einen Vorteil, der bringt mehr Wasser rein. Damit meine ich nicht das Wasser vom Meer, sondern der haut mehr Wasser rein. Das ist recht cool. Ich glaube, ich werde die abreißen und werde nur solche bauen. Da komme ich, glaube ich, ehrlich gesagt fast besser damit zurecht. So.
Nehmen wir noch die Algen mit. Dann stellen wir gleich wieder Bakterium her. So, ich habe gewusst, wir sind jetzt ziemlich gleich voll wieder. Innen und raus. So, Bakterium, Bakterium, Bakterium. Irgendwas ist gleich aus. Noch eins geht. Wow. So. Dann brauchen wir Schwefel. So. Da kommen wir jetzt zum nächsten. Ich habe ja so einen Extractor wo aufgestellt, um zu schauen, was der alles extrahiert. Was ist da rein? Da bin ich jetzt schon brennend gespannt drauf, was da jetzt rauskommen ist. Der kann, soweit ich weiß, Schwefel extrahieren. Ich werde das dann nochmal probieren in die Höhlen drin. Wo eben aber das rote Erz und alles gewachsen ist, nicht das Osmium. Beim Osmium hat es nicht funktioniert, aber ich werde mir das einfach mal anschauen. Natürlich mit eurer Unterstützung. Was sonst? Das wäre sehr langweilig. Diese komischen Zeolith, die übrigens, habe ich gesehen, wachsen jetzt überall. Die dürften, sobald die Wurzeln kommen, aktiv werden. Schauen wir mal, was hat der da drin? Jawohl, der gräbt Schwefel aus. Den Rest muss ich leider ehrlich sagen. Dann weg. Aber es ist cool, dass der Schwefel ausgrabt. Wusste ich ja auch eine Weile nicht, dass das geht. Jetzt weiß ich's. Ich hätte nur gerne einen, der Iridium oder so ausgrabt. Ich weiß nicht, wenn ich da an reinstelle. Das war ja auch eine Iridiumhöhle. Was denn für so ein Extractor? Osmium wieder kriegen wird auch irgendwann schwierig. Das muss auch irgendwo noch irgendwie herkommen. Da gibt es ja mal eine Osmium-Rakete. Das wäre natürlich auch super geil. Ja, ich glaube, ich habe das meiste jetzt wirklich soweit geschafft. Dann geht es jetzt größtenteils darum, meine Lieblingsbeschäftigung, das Ganze auszubauen und zu erweitern. Crafting, Building. Bäume da, Nori. Bist du fertig? 214.000. Vielleicht noch Wärme und ein paar Raketen. Ja, was macht der hier? 88. Bin ich schon gespannt. Jetzt werden wir jetzt mal abwarten. Ich schicke mir mal ein Wasser ein. Einhundert. Well done. Warum habe ich da unter euch drei Entnahmeplätze? Achso. Das ist, weil es ja gleichzeitig auch das Einfüllen ist. Okay, ja, mein Fehler. So, jetzt schauen wir mal. Was mich ein bisschen stört, ist, dass der Baumpflanzer da, der muss im Wasser stehen. Wie soll ich den dann irgendwo da nach hinten bringen? Oder schießen die Bäume einfach so in der Gegend rum? Natürlich möglich wäre. Wenn man das Bäume pflanzen brauchen, Wasser brauchen, ist mal klar. So, mach was. Ich bin gespannt, ob da mal Bäume wachsen. Boah. Eigentlich ist das ja für den Arsch. Ich glaube, wenn ich die andere Stufe erreiche, dann wachsen ja sowieso überall Bäume, oder? Nach Alarm Riese. Jetzt kann ich Wärme erzeugen.
zu angreifen sind. Wir müssen noch ein paar Raketen ballern. Wir haben zwar Brennstäbe. Kann da echt sein. Wir haben zwar Brennstäbe gehabt, zumindest. Aber irgendwie. Fällt alles aus. Nicht hier alles 6 gleich brauchen. Na, geh weg. 3 von dem. Stabhara. Nicht. 18. So, dann brauche ich jetzt noch ein Iridium jeweils. Zum Abschießen oder zwei. Was war das? Zwei. Dreimal dieses blaue Klumpert, Kobalt. Dreimal dieses schwarze Klumpert, Silizium. So. 255, 88, 85. Also mal normal ins Weller schießen, nicht immer so ineinander glitschen. Ja, wunderbar, alles erhöht. Das sind ja schon die Meteoriten von dem von meinen Raketen. Das wäre aber jetzt ein bisschen gar schnell gegangen. So. Und der Energie her soll es reichen. 2 Iridium. Das ist so blöd, wenn man das so schnell ausgeht, das Zeug. In der Baumsammler. 900 Sauerstoff. Leck. So, was zum Knödel, Baumrinde, Dünger, Bakterium. Knödel, Baumrinde, Dünger, Bakterium. Super, Alloy, dass ich wieder alles verbraucht habe. Ey, das geht weg wie warmes Semen. Mehr. Ja. Das ist wirklich nicht so. Überall ist mittlerweile so. Alles Maywurst kannst du auch herstellen, aber. Daher. So, jetzt haben wir dann noch nur so ein zweites Ding ran. Was heißt, nehmen wir da für eine Pflanze jetzt dazu, dass wir andere Bäume haben? Eigentlich wurscht, eigentlich kann ich irgendwelche nehmen. Das ist nicht grindig. Ja, schaut gut aus. Das sieht aber echt cool aus. So, ich glaube, wir müssen uns da dann einsammeln gehen. Wieder. Eieiei. Bist du fertig? Das fällt aber eh alles irgendwie da. Oh.
das der Baumsieder da? Hinten? Fliegen wir daher, weil die näher sind. Weiter weg sind. Gleich einsammeln kann. Es dürfte noch einer von vorher gewesen sein. Man darf nicht ewig warten, das einzusammeln. Irgendwann die spawnt das Zeug, ja. So, ich brauche natürlich auf jeden Fall 9 von denen. Gut Leute, dann würde ich sagen, mit unserem ersten Bäumchen, was wir pflanzt haben, also mehrere Bäumchen, und dem Sequenzierer, hat das schon recht gut hin. Coole Bäume. Ist irgendwas, wo ich einen schönen Hintergrund habe? Ein Screenshot meiner ersten Bäume. So machen wir das. Gut. Passt. Warte mal, ich nur mal, bis das alles abbrennt. Da geht's weiter. Aber ich denke, das ist der nächste Part dann schon. Sonst habe ich von dem mal wieder genug. Gut Leute, ich werde ja ein bisschen noch DNA sequenzieren und werde daraufhin dann noch so ein Baumteil bauen. Was, das habe ich ja schon. Aber da ist nichts drin in dem, gell? Da habe ich ja noch nichts eingefüllt. Gut, ich muss sagen, wir haben eh schon relativ viel geschafft. Wenn ich mir das anschaue, haben wir eigentlich alles schon mal gebaut, was wir jetzt zur Verfügung hätten. Warten jetzt auf weitere Fortschritte. Ja, das werden wir machen. Ich für meinen Teil werde jetzt da mir so einen Mineral Extractor nehmen. 160 Energie. Nehmen so an. Werden wir so einen Extractor nehmen und werde mal schauen, ob ich noch irgendwas hinstellen kann, wo ich vielleicht was extrahieren kann, was ich noch nicht habe. Das wäre nämlich echt hilfreich. Aber zuerst gehe ich zusammenklammern. Gut Leute. Dann, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo, Like, Comment. Nicht vergessen, würde mich voll freuen. Bis dann und ciao.